Ja, liebe Leute, da ist der Stream schon wieder da und einige haben auch gleich schon wieder eingeschalten. Das freut mich natürlich. Nicht zu vergessen, gerade noch ein Follow reingekommen von Batman. Vielen Dank dafür nachträglich. Da war der Stream noch gar nicht da, da wurde mir schon hier gefollowt. So soll's sein. Vielen Dank dafür. Und wir machen ja weiter, so wie es hier auch in der Beschreibung steht, und zwar mit Akt Nummer 2. Wir haben ja Akt 1 im letzten Stream abgeschlossen. Wer dazu noch was sehen möchte, schaut einfach hier bei mir auf dem Kanal oder dann später auch auf YouTube in die Galerie. Dort wird es dann definitiv auch festgehalten. Und ja, ich würde sagen, lasst uns mal schauen, wo wir uns gerade befinden. Denn mit der Dame, die ich hier spiele, dem Mage für alle, die vielleicht jetzt gerade neu eingeschaltet haben, sind wir hier im ersten Gebiet, also Akt 1 gewesen. Und ihr seht, hier ist noch einiges zu tun, denn oben an der Leiste könnt ihr dann erkennen, was noch alles zu finden ist, also wie viele Aufträge. Ich gehe es mal oben durch. Also wir haben 5 von 7 Portalsteinen für die Schnellreise gefunden. Wir haben 0 von 3 Gebieten gesäubert hier. Das sind Stützpunkte, die können wir eröffnen, wo dann die sich dann uns auch anschließen. Wir haben eine von 35 Nebenquests und so weiter und so fort. Einen von 23 Dungeons auch nur gemacht und 4 von 28 Altären gefunden. Denn hier ganz wichtig für euch zu wissen, wir werden hier komplett uns erstmal mit der Hauptstory befassen. Und das bedeutet, ihr seht es, Akt 1 abgeschlossen und Akt 2 ruft uns, denn das ganze andere, was hier noch überall auf dieser riesen Open World Map zu finden ist, darum kümmern wir uns dann, wenn es dann tatsächlich ins Endgame geht. Und daher, ihr seht es hier, dort müssen wir hin. Das ist der Akt 2 und somit betreten wir auch hier dieses große neue Gebiet Skullsk Glen. Oder wie man es auch immer ausspricht. Und ja, wir machen uns auf von der Hauptstadt, von unserer Startstadt. Und ich würde sagen, let's go. Wir werden natürlich den Schnellreisepunkt noch benutzen, um hier noch ein paar Meter gut zu machen. Batman, BMW oder Mercedes? Natürlich. Der silberne Stern, was denkst du denn? Also, das ist ja mal gar keine Frage. Mercedes Forever. Und auf geht's. Hier los in den Akt 2. Komm schon, die ersten Gegner, die werden wir mal hier schön einsalben. Mit unseren Hydras. Wir haben eine Mage auf komplett. Ich zeig's mal kurz für alle Neuen, die drin sind. Auf Eis sowie natürlich Feuer geskillt. Oh, Alter! Was mit dir, Junge? Hat man nicht mal hier 2 Minuten? Okay, dann bin ich raus. BMW for life. Kleiner Scherz am Rande hier. Dieser Batman. Oh, jetzt werde ich aber mal, bevor ich die ganze Zeit im Chat schaue, muss ich mich auch ein wenig hier aufs Spiel konzentrieren. Und wir werden hier nochmal ein Weltboss-Ereignis. Ein Weltboss ist falsch gesagt, ein Weltereignis mitnehmen. Und ihr seht, hier sind schon andere Spieler oder ein anderer Spieler. Level 25 ist der. Und es geht darum, mal eben hier schnell zu verhindern, dass die Mobs hier an den Boss kommen. Das ist zu zweit natürlich etwas einfacher, als wenn man das alleine machen muss. Einen Totenbeschwörer haben wir hier auch. Ihr seht also. Das ist das schöne Neue an Diablo. Solange ihr hier an der Open World seid, spielt ihr tatsächlich mit einigen
Playern zusammen, ohne dass ihr Gruppen bilden müsst. Und ihr braucht auch keine Angst haben, der Loot ist für alle aufgeteilt. Hey, was will der immer von mir, sag mal? Und die Weltstufe passt sich auch dementsprechend der Spielerstärke, die gerade hier dran teilnehmen, an. Oh, den Freezen nochmal schön. Ah, das sieht schon nice aus. Zack! Und da sind wir sogar Level Up. Ihr seht's hier, was wir alles ergattern konnten. Nochmal einen kleinen Check hier und dann geht's auch gleich weiter. Vielleicht muss ich das Chatfenster noch ein bisschen höher setzen. Aber gut, das gucken wir uns später einfach mal in Ruhe an. Wir werden jetzt weitergehen. Können noch mal reinschauen, was gedroppt ist. Ein Ring, sehr schön. Ist der besser als der alte, den wir haben? Stufe 8. Der Widerstand geht hoch. Schaden gegen Gegner, die Kontrollverlust leiden. Glückstrefferchance und ein Sockel. Der andere, ja gut, der geht natürlich komplett auf Crit. Wir haben dort 8. 9% Crit. So, und den werden wir so ausrüsten und werden den tauschen gegen den... So. Was haben wir hier noch? Blutgetränktes Kettchen, seltenes Amulett. Einen neuen Helm haben wir. Den setzen wir mal gleich auf. Und was haben wir hier? Einen seltenen Stab. Das ist ein Zweihandstab. Da werden wir mal gucken. Wir sind auf Angriffsstärke 514. Wenn wir den reinmachen, sind wir auf... 540. Aber wieder langsamer im Angriff. Und das Weltereignis startet nochmal. Das nehmen wir einfach nochmal kurz mit. Tut ja nicht weh. Aber der ist mir tatsächlich zu langsam. Ich hasse Stäbe. Wechseln wir mal kurz. So. Weiter geht's. Das ist übrigens auch ein Mage, der hier noch mitkämpft, mitfightet. Oh, da ist sie eröffnet. Der Bossfight. Zack, und das war's auch schon. Danke, weiter geht's. Mitnehmen. Schauen wir mal. Ah, ist noch ein Stückchen. Ja.
Alles muss man hier selber machen. So, weiter geht's. Upgrade-Punkt haben wir noch. Der Helm, den ich aufhab, Alter. Wie sieht die alte jetzt aus? So ein Pelzhelm. Oh, hier schlechtes Wetter. Aber wir haben unser Ziel erreicht. Segen des Lichts. Wenn ihr etwas benötigt, sprecht mit dem Wachkommandanten. Okay, dann werden wir mit dem Wachkommandanten mal hier sprechen in der City. Und damit dann auch den Akt 2 einleiten. Ich bin auf der Suche nach einem Horadrin namens Donan. Ein alter Freund schickt mich. Um diese Uhrzeit ist er sicherlich in der Bastion. Sprecht mit der Wache an der Tür. Gut, das werden wir gleich sofort machen. Ich will nur noch mal kurz was ändern und dann bin ich wieder bei euch. So, mein Gott. Ganze Zeit abgelenkt hier. Sagt dieser Stahl euch zu? Wenn wir nochmal schnell reinschauen. Gibt's hier was, was uns verbessern könnte? Seltener Zauberstab. Seltener Dolch. Schaden. Alle Werte und Intelligenz. Das ist natürlich nice. Da wird auch unsere Angriffsstärke wieder über 400 gehen. 433. Jawohl, so soll es sein. Die paar Schuhe hier, maximale Aufladung von Entrinnen, Konstruktion für Mana, ersten Rang Flammenschild. Was haben wir an? Zauberer, Intelligenz. Können wir auch ändern. Der Rest ist Crap. Weg damit! Servus. Er ist mit seinem Sohn oben in der großen Halle. Haltet euch kurz. Okay, okay. Ich habe eh nicht viel Zeit. Ich will hier weiter. Auf die Tür hier. Und wie gesagt, für alle diejenigen, die das Spiel vielleicht noch nicht kennen oder sich vorhaben, dieses Spiel zu kaufen, gönnt euch immer mal hier. Schaut euch das mal an, dieses Mosaik auf dem Boden, also die Grafik, diese detailreiche, das ist wirklich klasse. Und das bringt auch diese Atmosphäre dann einfach. Hier überall steht, was liegt, was ist aufgebaut. Also Vater, ich sollte das ist mit schon den anderen Wahnsinn. Wird dann auf dem Feld sein. Warum so eilig, mein Junge? Ich habe einige meiner alten horadrischen Folianten gefunden. Bleib hier und wir gehen sie zusammen durch. Ich kann einige mitnehmen. Wir haben einen Gast. Ja, schön, dass du mich bemerkst. Wir reden später weiter. Benötigt ihr etwas? Ich bringe Nachricht von Lorat. Ah, das ist mal ein Name aus einem anderen Leben. Ist der alte Mann nun endlich vom Berg gestiegen? Mit einer Warnung.
Ein uraltes Übel zieht umher. Die Dämonin Lilith. Und woher genau wisst ihr das? Seid ihr und Lorath auf etwas gestoßen? Vielleicht hängt das mit dem zusammen, was ihr gesehen habt, Vater. Ja, dazu wollte ich gerade kommen. Es gab einen Vorfall auf meinem Anwesen. Vielleicht sollten wir das dort besprechen. Geht hin und macht euch selbst ein Bild. Ich komme in Kürze nach. Dann können wir weiterreden. Was deine Bitte betrifft, geh nach Breistak und sei vorsichtig. Bleib dicht bei den anderen Rittern der Reue. Werde ich. Keine Sorge. Drauf gehen wirst du doch wahrscheinlich. Ich sehe es doch jetzt schon. Du kleiner Bob, ey. Na gut. Das skippen wir wieder. Das sind diese kleinen Geschichten, die ihr mitnehmen könnt. Auf der linken Seite könnt ihr es euch dann ganz entspannt durchlesen. Und wir werden... Schauen wir mal, wo müssen wir denn hin? Wegpunkt markiert. Und auf geht's. Wir haben übrigens noch einen Fertigkeitspunkt. Den werden wir mal schnell einsetzen. So, lasst uns mal schauen. Da sind wir. Die Hydras haben wir. Den Blizzard. Und wir brauchen noch 2 Punkte, damit wir hier auf die nächste Stufe kommen. Dann werden wir hier im Talentbaum mal weitermachen und auf jeden Fall mal unseren Blizzard stärken. Dann gibt es noch einen und dann können wir auch hier die nächsten Fertigkeiten freischalten. Sehr schön. Wandelt im Licht. Das werden wir. Vielen Dank. Eine milde Gabe für einen alten Soldaten. Was, Junge? Ich danke euch. Christ, halt mal was. Wanderin. Ja, so bin ich. Ich wurde in den Tagen der Asche verwundet. Ich habe die Flamme... Okay, deine Geschichte will ich aber jetzt nicht komplett hören. Hier könnten wir wieder eine Quest annehmen. Aber wir wollen weiterziehen. Jetzt kommen wir in so eine Waldgegend. Der erste Akt war ja eher mit so Spinnen, Schnee, Bären. Und hier scheint die Welt noch etwas grün zu sein. Schaut euch das an. Also wie gesagt, die Atmosphäre von dem Spiel ist wirklich klasse. Schön, düster, dicht bepackt. Willkommen im Feuerbohrer-Anwesen, Reisende. Ich bin wegen des Vorfalls hier. Alter Schwede, der Bullet, Junge. Vielen Dank für dein Follow. Vorfall? Mehr hat er nicht gesagt. Da knallt's hier mitten rein. Arbeitszimmer meinen. Messi. Dort ist etwas Beunruhigendes geschehen. Auf geht's. Oh oh. Überall kleine Geschichten, die ihr mitnehmen könnt. Und oh, hier haben wir wieder Liliths Blüten. Werden wir mal mit interagieren.
Ich weiß, wer ihr seid. Und ich kenne euch, Donen. Alt, müde. Mit jedem Tag rücken eure besten Zeiten weiter in die Ferne. Was wollt ihr von mir? Astaroth. Er ist tot. Astaroth kann nicht vergehen. Zumindest nicht durch euch. Was habt ihr mit ihm gemacht? Hinfort, Dämonen. Ich verweigere mich euch. Seit wann seid ihr so schwach? Ich kann euch wieder zu alter Größe verhelfen. Kehrt in die Dunkelheit zurück, aus der ihr kommt. Hinfort, sagte ich! Okay, jetzt wissen wir zumindest, was hier passiert ist. Was? Ein Signalhorn. Oh, Scheiße. Oh, oh. Was ist hier los? Werden wir angegriffen, oder was? Gibt's ja gar nicht. Hier geht's ab. Alles im Griff. Oh, der hat mich verzaubert. Nee, mein Dicker. Alter Schwede. Ziegenmenschen, sie haben sich noch nie so nah an das Anwesen gewagt. Vielleicht wurde sie von Liliths Gegenwart angezogen. Ich sah eine Vision von ihr in eurem Arbeitszimmer. Was sagt ihr? Eine Vision? Ich verstehe nicht ganz wie, aber es ist nicht das erste Mal. Ihr steckt ja voller Überraschungen. Kein Wunder, dass ihr Lorats Aufmerksamkeit erregt habt. Nun, jetzt versteht ihr meine missliche Lage. Die Tochter des Hasses in meinem eigenen Haus. Sie muss außer sich sein, dass ich sie verstoßen habe. Wer sind die anderen auf dem Gemälde an eurer Wand? Warum fragt ihr? Lilith verschwand, nachdem sie sie sah. The Fane. Und Erida, die Druiden, die mir einst halfen, Astaroth zu töten. Ja, ihr seid vielleicht auf der richtigen Spur. Ich habe mich hier widersetzt, also will sie vielleicht als nächstes befragen. In den Dörfern nahe der Druiden sind Ritter stationiert. Wenn Lilith sie passiert hat, müssen sie gesehen haben. Tja, dann werden wir uns da mal hin aufmachen. Und hello, Azoneta. Grüß dich hier im Stream. Das werden wir wieder überspringen. Ihr kennt es. Das kann man sich dann ganz in Ruhe später nochmal durchlesen. Wir wollen schnellstmöglich die Quests vorantreiben.
So, wunderbar. Schauen wir mal hier auf die Karte. Puh, weiter Weg. 22. Nahe Schatten sucht in der Nähe nach Hinweisen von Lilith. Und was haben wir hier? Erkundigt euch über Reiterin der Tremmel über Lilith. Das sind 1,5 Gebiete. Hier 1. Ich würde fast sagen, wir schauen mal hier vorbei. So, auf geht's. Wir sind wieder draußen. Mir fehlt das mutige Mann. Oh ja. Fettes Wildschwein. Wow, wow, wow. Mitnehmen. Merci. Alles klar. Die euren Kühe erstmal wegmachen. Es scheint alles safe zu sein. Steht auch schon einer rum, Level 22. Der ist ja auch auf dem Weg. Uhuhu. Auf der Seite. Habt ihr es auch gehört? Klar. Dick wie immer hier. Kleiner Elite-Mob, der einfach mal gespawnt ist. Hallo, wo kommt der her? Jäger neben uns gerade. Das ist, wie gesagt, das Schöne an dieser Shared Open World. Ihr müsst euch keine Gedanken machen. Solange ihr hier auf der Weltkarte seid, spielt ihr halt mit anderen Spielern zusammen. Jeder bekommt seinen Loot. Gegner werden dementsprechend auch der Stärke angepasst. Ihr braucht also nicht irgendwie groß hetzen oder sonstiges, sondern ihr bekämpft das jetzt hier zusammen. Geht einfach zusammen vor. Wie in einem klassischen MMO halt. So wie man es kennt. Hallo. Hallo. Grüßen wir ihn mal zurück. Der ist nämlich hier auf dem gleichen Weg wie ich. Und wir haben unser Ziel erreicht. Wir werden hier gleich erstmal den neuen Wegpunkt aktivieren für die Schnellreise. Und was
mich gerade echt ein bisschen nervt, ist dieser dämliche Helm. Sag mal, kann ich den? Da gab es doch auch. Wie das aussieht, ey. Die konnte man auf jeden Fall auch ausstellen. So, was haben wir hier? Schutztotem. Sucht nach Beweisen. Die Ritter der Reue meinen, sie wüssten, was da draußen ist. Sie glauben, ihr Licht reicht aus, um sich dem zu stellen. Sie werden wohl überrascht sein. Holz wird sich wie Gras im Wind biegen, wenn die Geister kommen. Physische Barrieren allein werden nicht ausreichen. Und eure Talismane und die Kritzeleien im Dreck halten die Toten länger auf? Ja, die Kosmetik im Shop, aber wie gesagt, wer das sich kauft, ich kann es mal kurz zeigen. Das sind wirklich nur kosmetische Items. Und ganz ehrlich, Batman, das ist genau das gleiche wie bei Call of Duty. Also die Preise sind echt gleich hier, wenn du so ein Bundle hier kaufen willst für so einen Totenbeschwörer. 2800 Credits. Und das sind, wir können ja mal gucken hier, wenn du so ein dickes hier, da hast du 2800, 24,99. Für 24,99 würdest du hier dieses Gespensterfürst-Outfit kaufen können. Gut, wer es braucht, soll es machen. Es sieht natürlich nicht schlecht aus, keine Frage. Aber ja, und hier gibt es noch eine ganze andere Menge dann für jede Klasse. Für den Barbar 3 Stück extra, Druide, Totenbeschwörer, Jäger, Zauberer, Reittiere nochmal extra. Ja, aber wie gesagt, alles nicht großartig irgendwie Pay-to-Win, was viele gesagt haben, sondern tatsächlich einfach nur rein kosmetischer Natur. Feuer. Das Junge! Vielen Dank! Hallo. Herzlich willkommen hier im Stream. Immerhin. Wir sind es, die dieses Dorf mit unserem Leben schützen. Lasst gut sein. Ein unheilvoller Nebel, aus dem Geister steigen, umgibt den Hügel. Bald sind sie hier. Helft ihr uns, sie zu bekämpfen? Ich suche einen Dämon, der hier war. Ah. Große Party hier, auf jeden Fall. Das war's also. Dieser Tag wird immer besser, nicht wahr? Der Dämon ging den Hügel hinauf, zu Eridas Reich. Aber falls ihr nicht selbst zum Geist werden wollt, solltet ihr nicht dorthin gehen. Kein Problem, ich leg den locker weg. Ach Quatsch. Ich kann euch zu Erida führen. Auf gar keinen Fall. Der Kleine. Ich komme zurecht. Donan vertraut dieser Reisenden. Das sollten wir auch. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Achtet darauf, was im Nebel lauert. Und kehrt schnellstmöglich zurück. Donan macht mich einen Kopf. Nee, Markus ist er nicht. Batman, sorry. Das ist er definitiv nicht. Der Nebel hängt über den Straßen. Daher führt der schnellste Weg zu den Hügeln gen Osten. Der Flasch ist. Ah ja, gut. Lassen wir das jetzt. So, ich muss mich hier aufs Spielen konzentrieren, verdammt nochmal. Wir werden hier es markieren und auf geht's. Ich kenne auch keinen Markus. Ihr seht aus, als hättet ihr die Welt gesehen. Ich kann ich das auch eines Tages. Was hält euch auf? Mein Vater, ihr habt gesehen, wie er ist. Ich muss schon betteln, um die verdammte Bastion verlassen zu dürfen. Oh, Level up, Junge. Sehr schön. Die werden wir uns gleich drum kümmern. Schauen wir mal, was hier oben noch kurz los ist. Gibt's hier irgendwas? Die Geister da unten. Truhe, hat sich doch gelohnt.
Batman, weiß ich gar nicht, ob Batman selber auch BMW fahren würde. Ich glaube nicht. Die coolen fahren doch, weißt du, Mercedes. Jetzt ist aber auch gut. Verdammt nochmal. Hört er nicht auf hier? Oh, damit interagieren wir. Wir haben Schnellfeuer. Let's fucking go. Jetzt geht's ab. Das ist der geilste Segen, den man bekommen kann in Diablo. Damit könnt ihr richtig durchdrehen. Schade, er ist schon vorbei. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Mensch, ich muss mich hier wegbeamen. Ich habe keine Zeit. Ich hasse Spinnen. Die hat mich richtig vollgespuckt hier. So, hier oben geht's. Ah, ne, ich höre hier noch was. Ah, ne, die sind oben. Als wären Wurzeln durchgebrochen und hätten den Grabhügel zerstört. Hat das etwas mit dem Nebel zu tun, der sich in den Hügeln ausbreitet? Tja, das musst du mir sagen. Da vorne ist der Eingang zu den Hügeln. Moment. Mach auf, Junge. Der Durchgang blockiert. Versiegelt. Doch da steht etwas. Scheinen alte Druidenrunen zu sein. Das Lied des Windes, das Heulen von... Oh nein, sie kommen. Schnell! Also gut. Ey, alle, ey, alle, du gru, ani, dole. Hello, Zimoschuk, grüß dich. Ein Sprechgesang. Nice to see you too. Er wird uns den Weg öffnen. Licht. Der Flash, Alter. Haltet sie fern. So, haltet sie fern. Auf geht's. Let's go. Wollen wir mal hier den Kollegen beschützen. Mal die Tür. Ich wollte es gerade sagen. Mach's mal auf hier. Es hat funktioniert. Etwas reißt die Geister aus ihrer Ruhe. Wir sollten uns beeilen. Na dann los, dann rein da. So, dann werden wir mal hier den kleinen Dungeon erkunden. Ah, herrlich, wie das aussieht. Das ist einfach nice. Abwesenheit größere Sorgen. Immer Safety, die Hydras vorschicken. Kammer.
Sie ist genau, wie mein Vater sie beschrieben hat. Ihr wart noch nie hier? Ich kenne nur die Geschichten, die er erzählt hat. Aber die rastlosen Toten kamen nicht vor. So, muss ich dich wieder beschützen, nehme ich mal an, oder? Erida hätte den Pfad der Toten nicht auf diese Art versperrt. Die Geister sollten frei durch die Erde wandern. Lilith? Merkwürdig. Die Tür ist mit einem irdenen Siegel verschlossen. Was hat mein Vater darüber gesagt? Schutzsteine, das war's. Wenn ihr mir von den Grabhügeln in der Nähe einige bringt, kann ich den Weg öffnen. Okay, also wir müssen mal wieder ein bisschen hier was einsammeln. Vater hat ihren... Das überspringen wir. Nein, und die Mutter, die Druidin. Bisschen Story, könnt ihr links lesen. Und wir werden hier runenverzierte Grabsteine suchen. Weitergehen sehe ich gerade, wir haben ja noch einen Fertigkeitspunkt. Machen wir mal groß hier. Den spenden wir. Einen brauchen wir ja noch. Blizzard. Ne, dann machen wir hier die Hydras nochmal. Zack. Hydras Max out. Ja. Oh, hier geht's nämlich ab. Wenn die explodieren. Ja, halten schon ganz schön was aus. Schutzstein hier. Heben wir erstmal auf die Kiste. Jo, Batman. Also wie gesagt, ich glaube, das wäre auch ein Spiel für dich und Flash. Diablo ist einfach geil und geht ja auch eigentlich dann erst richtig los im Endgame. Deswegen werden wir hier ziemlich schnell einfach nur durchhuschen. Aber man muss sich einfach mal hier auch, wenn ich durchs Wasser gehe. Das ist super. Zumindest ist das ein Anfang. Richtig schön düster. Nicht so bunt wie Diablo 3 oder viele andere MMOs, sondern düsteres, dreckiges Spiel. Mach auf jetzt hier, Junge, was ist? So, okay, selber, sorry. Dämonische Markierungen. Lilith war hier. Auf dem Altar steht etwas geschrieben. Dann lies vor. Bei Wurzel und Stein, bei Tränen und Leid. Wir tragen die Flamme in Ewigkeit. Tote Augen aus Asche und Glut. Verflucht sind wir und unser Blut. Ah, ein Klagelied, das von Erida geschrieben wurde. Das
Das ist eine Gedenkstätte für alle, die im Kampf gegen Astaroth gefallen sind. Die Schwachen werden untergehen. Was heißt das? Ich höre es doch hier. Asche. Kommt ihr oder kommt ihr nicht? Wartet! Wir sind nicht eure Feinde. Ach, das ist denen ziemlich egal. Ich wusste es doch, dass hier was passiert. Oh! Wir frieren erstmal ein, hier den Lappen. Fette Bäume. Sie muss diese Helden ihrem Willen unterworfen haben. Erida würde das niemals dulden. Es sei denn... Oh... Er macht sich schon in die Hose hier. Könnte so ein Markus sein. Der macht sich auch meistens in die Hose. Hier aber rein, Junge! Oh, da scheint ein Elite-Gegner zu sein, ein kleiner. Oh ja, ja, ja. No chance. Sorry, Batman. Aber wenn das der Batman ist, den ich aus DMZ kenne, mit diesem Flash zusammen, dann... Naja, gut. Das sind schon so zwei. Das muss das Hügelgrab der Ältesten sein. So Punkt, viel... Punkt, Punkt, sag ich nur. Entweit. Oh, scheiße, hier geht's gleich ab. Ich muss mich jetzt konzentrieren hier, Mensch. Ich kann nicht die ganze Zeit in den Chat schauen. Zu erwecken. Weg ihn, komm. Diese Runen, dieser zarte Hauch, das ist Eridas Werk. Warum hat sie sich mit einem Dämon zusammengetan? Ja, warum wohl? Ich habe schon andere unter Liliths Kontrolle geraten sehen. Erida schwor, die Toten in Frieden ruhen zu lassen. Ja, schwor sie halt, hat sie aber nicht gemacht. Ja. Was sollen wir tun? Ja, weitergehen. Wir müssen sie aufhalten. Genau. Lösungen finden sich vor uns, nicht hinter uns, wie Vater sagt. Was würden die Urahnen von Ein mir Ein bisschen denken? Story. Mein Volk vergisst die alten Sitten. Es wird schwächer. Es sucht in der Kathedrale okay, nach Batman, Sicherheit das wollten und wir Schutz. Jetzt hier, glaube ich, alle nicht Sogar wissen. Nach dem Glauben. Aber schön. Bleibt dran. Und doch bleibe ich hier in den Schatten und sehe zu. Wie alles verschwindet. Auch die Atmosphäre, wenn man mal, wie gesagt, ein bisschen reinhört. Hier überall gluckert's und... Oh, oh. Scheiße. Wir sind wieder draußen. Und ihr seht, es gibt auch einen Tag-Nacht-Wechsel. Es ist hell. Es regnet zwar noch, aber nicht mehr so stark. Weiter geht's hier. Hier, geil. Das ist schon nice. Also wirklich, es macht schon Spaß. Hier der Baumkopf, guckt ihn euch an, da mit dem Skelett drauf. Man hat immer gar nicht so viel Zeit, sich das wirklich alles zu verinnerlichen und anzuschauen. Zurück zu den Würmern. Mögen sie Ruhe finden. Hallo. Glaubst du, wir würden uns so leicht zu den Toten gesellen, Junge? Wie habt ihr es hierher geschafft?
Durch die Hügel. Dadurch? Ganz schön mutig von euch. Und ganz schön dumm. Erida war mit einer gelernten Frau hier. Nicht ihre normale Gesellschaft, das steht fest. Ich werde hier bleiben und die beiden beschützen. Der Nebel ist zu nah, um sie schutzlos zurückzulassen. Wir müssen die wieder Steine was suchen. Ich erinnere mich noch, als du. Wir gehen weiter. Hier schön das ganze Zeug einsammeln, klassisch wie im MMO. Das brauchen wir zum Craften. Mir fehlt das nötige Mal. Ja, schaut mal, wie ich ein bisschen langsamer gehe. Der Regen hier in den Pfützen. Seht ihr das? Also das ist schon... Viele rennen einfach bei solchen Spielen immer nur durch, aber man muss das einfach mal auf sich drauf lassen, finde ich. Das ist zwar ein Hack'n'Slay, aber... Man muss auch manchmal ein bisschen einfach schauen. Wir sind ja noch ziemlich am Anfang. Wir sind Stufe 23. Level Cap ist Stufe 100 im Endgame. Müssen wir hin. Einen müssen wir noch killen. Was willst du denn? Scheiß Geister. Ein bisschen looten. Und dann ab zum letzten. Da haben wir ihn wieder. Jetzt brauchen wir nur noch Gegner. Ich brauche mehr Zeit. Aber hier ist nichts gerade. Doch, jetzt. Der Nebel lichtet sich. Ich sollte nach Jorin sehen. Komm schon. Level up. Nice. Alter, so verfolgt er mich hier. So, kehrt jetzt hier mal Ruhe ein. Schauen wir mal kurz.
So, da sind wir wieder. Die Straßen sind jetzt frei. Wir müssen nach Braystack gelangen. Dort ist es sicherer. Wir haben bis hierhin durchgehalten und Schlimmeres überlebt. Ihr hattet Glück. Braystack. Dort wimmelt es von diesen Dummschwätzern der Kathedrale. Bitte, Arlo. Nur vorübergehend. Vielleicht sollten wir mitgehen, Paps. Nun, ein Bier wäre nicht schlecht. Das stimmt, ein Bier könnte ich man sich jetzt wirklich noch gönnen. Lilith kümmern. Bringt sie sicher nach Braystack. Das werde ich. Danke. Zack, Gipfel des Elends abgeschlossen. 3 von 5. Was ist hier drin? Guck einfach mal Erida reingehen. Erida kam zu Besuch. Papa gab ihr Salz und Wasser. Sie dankte ihm, dann machte sie sich auf den Weg. Ich wollte mitgehen, ihr helfen, für die Toten zu singen, aber Papa ließ mich nicht. Wir teilen uns die Hügel mit der Druidin, aber ihre Arbeit ist nicht unsere Arbeit. Da oben müssen wir hin. Ah, wir sind auch wieder ein Level Up, fällt mir gerade auf. Und wir haben natürlich auch ein bisschen was hier eingesammelt. Kann man mal schauen. Neue Rüstung. Schadensreduktion, alle Werte. Schadentyp Feuer. Ja, ist besser. Legen wir an. Das bringt mir nichts. Ihr seht es immer, das Rote. Ich markiere es mal. Rot heißt immer, bringt mir nichts. Ich habe aber da einen legendären Gegenstand, den behalten wir. Die Hose. Ein Rang für Blizzard. Oh, das ist fett. Ein Rang für Blizzard, nur für Zauberer. +4 alle Werte und +13 maximal Leben. Bedeutet also, ich habe hier eine Hose gefunden. Wir können mal kurz drauf gehen. Der Blizzard hat jetzt hier gerade Stufe 2. Wenn ich die Hose anlege, sehr nice, wird automatisch ein Skillpunkt hier reingetan. Ihr seht's, Stufe 3. Das ist natürlich nice. Die werden wir auch gleich mal anziehen. Da haben wir sie. Die können wir sogar noch sockeln mit Steinchen. So, was haben wir hier? Das ist alles Crap. Okay, dann. Achso, einen Fertigkeitspunkt müssen wir noch verteilen. Und wir sind hier freigeschalten und dann kann ich euch nur sagen, ich weiß schon, was ich nehme. Hier werde ich den auf jeden Fall den Feuerskill nehmen. Nicht tieffrieren und auch nicht die instabile Strömung. Weil ich jetzt nicht auf Blitz geskillt bin. Ich bin komplett, ihr habt es gesehen, auf Feuer und Eis geskillt. Und deswegen bleiben wir beim Feuer und nehmen hier die große Feuer-Inferno-Schlange. Die werden wir gleich mal rauskloppen. Hat denn zwar eine relativ langen Cooldown, also eine relativ lange Abklingzeit. Ihr könnt sie nicht so lange einsetzen, aber gerade wenn die Gegner, weil die kommen ja immer auf euch zugestürmt, im Nahkampf sind, ist die wunderbar. Macht auch gut Damage. Und da oben höre ich es doch schon. So, kommt mal her. Wir werden jetzt mal ein bisschen pushen. Hier geht's nämlich ab. Und Achtung! Setzen wir sie mal ein. Sehr schön. Den haben wir gefrostet und dann ist hier auch ratzifatzi. Oh, Alter! Ist ganz schön hoch. Ich brauche mehr Zeit. Oh. Kommt denn das her? Scheiße. Stirb jetzt hier, du elendiges Mist. Ich habe keinerlei Trink. Ist jetzt hier mal gleich Ruhe. Ich habe keine Tränke mehr. Doch, da ist ein Trank. War nicht schlecht hier.
Alter, hier ging's ab. Hätte ich vielleicht ein bisschen weiter weg sein sollen? Ich bin ja halt ein Mage und sollte nicht die ganze Zeit hier in den Nahkampf gehen. Habt ihr dieselben Zeichen wie ich gesehen, Fremde? Helder? Die Hölle kommt und mein Volk ist nicht bereit, sich ihr zu stellen. Noch nicht. Aber ihr seid bereits stark. Tretet vor. Gut was los hier, Leute. Gut was los. Wir besteigen den Berg. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ihr nicht. Weder in COD noch in Diablo. So, ist hier noch irgendwas? Immer mal ein bisschen was absuchen? Nee? Ist das Star Wars oder was? Ist das Luke hier? Nur einer von uns wird diesen Ort lebend verlassen. Also lasst uns für einen Moment den Sturm genießen. Ah, die Musik der Natur. Die Toten bringen in diesem Moment euer Volk um. Einige werden sterben. Ja, aber das ist der Weg der Natur. Sie ist ein Schmelztiegel. Sie verschlingt die Schwachen und macht die Starken stärker. Und die Überlebenden werden dieses Land vor der Hölle retten. Die Lügen der Dämonen blenden euch. Nein, nein, das ist meine Entscheidung. Lilith hat mir nur die Macht gewährt, zu tun, was getan werden muss. Und was habt ihr ihr gegeben? In der Wildnis muss man sich alles verdienen, selbst Wissen. Zeigt, dass ihr würdig seid und ihr erhaltet eure Antworten. Wo ist sie hin, die Bitch? Shit! Sie will wirklich mit mir kämpfen, die Alte? Oh, die hält aber einiges aus. Uhuhu. So, wo ist sie? Hier. Für mich eher blöd, dass ich mich hier die ganze Zeit bewegen muss, denn hier immer... Ah, jetzt bin ich immun. Sehr gut. Mein Schutzschild hat endlich mal... Ich hab schon gedacht, wann kommt das endlich mal wieder? Sturm, Vorsicht. Jetzt spawnen hier auch noch Gegner, oder was? Worauf ich hinaus sollte, ist, als Mage muss ich eigentlich stehen bleiben. Ihr seht es vielleicht unten. Immer wenn ich laufe, verliere ich von meinem Zauber Damage. Ah, Vorsicht! Rendor!
Dreckswirbelstürme? So, jetzt sind wir wieder immun. Gleich. Oh, ein Dreierwirbelsturm. Sie will es nochmal wissen. Snake raus. Yes. So, reicht dir das? Stärkere siegt. So soll es sein. Herr mit dem Wissen. Was habt ihr Lilith gegeben? Ich habe ihr von den Schutzmechanismen um Astaroths Gefängnis erzählt. Wie man sie überwindet. Warum? Mein Volk hat vergessen, was nötig war, um Astaroth zu besiegen. Sie müssen es wieder lernen. Wenn sie ihn nicht besiegen können, wie sollen sie sich dann der ganzen Macht der Hölle stellen? So. Was hat sie denn Schönes gedroppt? Sie hat hier einen neuen seltenen Fokus gedroppt. Der ist sogar ganz gut. Abklingzeit, ihr seht es gegenüber meinem anderen. Kontrollverlust, Basisschaden, 40 Geschicklichkeit. Tauschen wir mal aus. 550, 80, oben seht ihr es, 583 Damage. Und sonst ist aber nur eher Crap dabei. Okay, wo müssen wir hin? Zurück hier in die City. Schnellreise, auf geht's! Und? Sie hat nun hoffentlich Frieden. Das überspringen wir mal und geben wir mal ein bisschen Gas hier. Wir haben nämlich jetzt den kompletten abgeschlossen und ihr seht es, hier sind jetzt nämlich auch, ja, normale Spieler wieder gespawnt. Das heißt, dieser Bereich ist ab jetzt auch Shared World, Open World. Die waren hier alle selber auch in dieser Quest gerade. Und ab jetzt ist dann dieses Gebiet hier offen. Und wenn ihr halt ganz normal Solo spielen wollt, geht ihr hier, wie ich es gerade zeige, einfach in die Dungeons. Dort könnt ihr dann ganz alleine euren Charakter leveln, looten und alles rausholen, was ihr braucht. So, jetzt gehen wir aber erstmal schnell. Zum ich schmiede mehr als Hufeisen und Nägel. Was braucht ihr? Erstmal den ganzen Ramsch hier verkaufen. Da checken wir nochmal kurz gegen. Das braucht man nicht. Die Hose. Oh, was haben wir hier? Einen seltenen Ring, Stufe 16. Den vergleichen wir nochmal. Gut, dass wir es nicht gemacht haben. Schadentyp Kälte. Hier, drei. Wir sind auf Kälte. Sehr Glücksverfasser. Schaden gegen entfernte Gegner. Und der Widerstand geht hoch. Den tauschen wir mal aus. Crit. Der ist 8000 Verkaufswert. Sehr schön. Was haben wir eigentlich? Der ist gesockelt, Schaden, Kontrollverlust, aber eigentlich. Wieso markiert er eigentlich den? Eigentlich will ich das so haben. Aber ganz ehrlich, der ist Schaden, Kälte, der macht Crit rein.
Den kann man zwar sockeln, aber... Schaden gegen Gegner, die unter Kontrollverlust ist nicht gut. Schaden gegen Entfernte... Nee, ganz ehrlich, also die beiden sind für mich definitiv besser. Auch wenn der Widerstand des anderen Rings etwas höher ist. Ja, das sieht viel besser aus. So, weg damit. Aufräumen. Und fertig sind wir hier. Setzen wir uns noch kurz ans Feuerchen. Und schauen mal, wo es weitergeht. Und zwar hier in dem neuen Gebiet. Setzen wir uns mal eine Wegmarkierung. Und auf geht's. Ich würde sagen, wenn wir da die neue Stadt erreicht haben, werde ich auch für heute, glaube ich, dann so langsam Schluss machen. Mein letzter Stream war ja schon über 4 Stunden und der läuft jetzt hier auch schon über 1 Stunde 15. Das soll dann für heute auch mal genug gespielt sein. Aha, guck mal den an. Der hat hier ein bisschen was eingesammelt. Stufe 13. Naja, der muss sich hier durchkämpfen. Oh, der Dicke da. Komm mal her hier. Alle. Das weiß ich eigentlich gar nicht. Normalerweise können wir hier auch dieses, ihr seht es ja selbst, oh, kämpft hier noch was? Nee, da war gerade rot. Dieses große Gebiet hier natürlich auch, das muss man eigentlich alles absuchen. Das werden wir aber wirklich später machen. Die Zeit nehmen wir uns dann, sobald wir das Mount haben, weil dann könnt ihr nämlich auch viel besser rumreisen. Und hier geht es zum Beispiel hoch. Schauen wir nochmal, was ist hier, wo geht es da lang? Ah, okay, hier geht es zu dem Dungeon. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Wir wollen zur nächsten City und dann so langsam für heute Feierabend machen. Ah, Giftspinne! Ruhe bewacht. Spawn die hier einfach. Hier den Mage, den müssen wir legen. Ah, sehr schön. Alter. So. Eine Flasche noch mit der Spiegel wäre es legendär. Ich weiß nicht. Ich glaube, ihr Kackmups, ihr kriegt das doch wieder nicht hin. Was habe ich das gesagt? Hier im Stream? Niemals. Hilfe! Schaut mal, einfach mal von einer grünen Weide ins tote, dürrige, verbrannte
Oh, neue Gegner, eklige Würmer. Gib mir einen Moment, Batman. Ich sehe, dass sowas geschrieben ist, aber ich kann gerade nicht. Oh! Ah, sehr nice. Mein Schutzschild ist da. Oh, jetzt könnt ihr ruhig alle kommen. Oh ja, das macht mir gar nichts. Da kannst du auch nicht einschlagen. Da freeze ich dich. Und dann fällst du auch schon auseinander. Ich hab ihn versemmelt. Ich wollte eigentlich auf den kleinen Elite-Mob hier. Überfordert. Dann wird es gefordert. Du bist doch überfordert. Und Teleport! Ach du Scheiße. Habe ich den Teleport zur falschen... Oh. Junge, Junge. Guckst dir an, was hier los ist. Oh, der hat eine ganz schöne Range hier mit seinem Riesenhackebeil. Hier, kleine Schlangen. Hier können wir rein. Gibt's hier was? Nein. Kleines Hütchen. Was ist hier mit den Schlängen? So. Mach ich dich weg. Wie weit haben wir es denn noch? Oh. Schaut euch das mal an. Auch hier der ganze Boden, habt ihr es gesehen, wie der einfach mal weggebrannt worden ist. Oh, hier Chroniken gefunden. Hey, Zimoschuk, grüß dich. Ja, wir können die natürlich dann noch abgeben. Wo ist das? Ist das weit weg? Ja, okay, dann können wir uns dann wieder zu dem Anwesen. Hier haben wir tatsächlich was in der Welt gefunden, wo wir hier eine kleine Nebenquest starten. Das läuft aber nicht weg. Was ist hier? Ein Neuling. Nicht noch jemand, der um Almosen bettelt. Na, na, keine Ahnung. Keine Angst, meine ich. Ja, schauen wir mal kurz. Das ist noch übrig. Nutzt es weise.
nötige Mana. Ich habe kaum noch Mana. Zeit für die Vorbereitung. Wieder kein Mana. Flucht. Dieses übergroße Ungeziefer hat eine weitere Falle zerstört. Der ganze Wald ist dem Wahnsinn anheimgefallen. Wir werden nicht noch einmal dorthin gehen. Im Moor befindet sich eine gehörnte Frau, die Verderbnis verbreitet. Falls ihr das meint. Ja, sie will die Druiden, die Astaroth besiegt haben. Ah, dieser irrene Fane lebt dort draußen. Wir haben bereits versucht, nach ihm zu sehen. Wir schafften es bis zum Steinkreis von Boglen. Dann erschien der Wolfgefährte des Druiden und biss einen meiner Männer. Meine Ritter sind bereits unterbesetzt. Ich werde die übrigen nicht für einen Bastard riskieren, der die Kathedrale hasst. Okay, dann halt nicht. Nathane. Aber ich glaube, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um hier tatsächlich für heute
dann auch Feierabend zu machen. Stufe 25 erreicht. Akt 2 sehr schön vorangetrieben. Und hier machen wir dann tatsächlich einfach nächstes Mal weiter. Geben hier noch die eine kleine Quest ab. Und dann soll es das auch für heute wirklich gewesen sein. Insgesamt dann 5,5 Stunden, fast 6 Stunden gestreamt. Meine Güte. Ihr habt das geben wir ja noch ab. Angriff auf das So. Wunderbar. Ihr seht es, Quest abgeschlossen. 3300 EP noch dazu bekommen. Sehr schön. Und auch eine Questbelohnung. Hier diese Kisten, die kann ich jetzt öffnen. Und da ist ein trüber Kristall drin. Und ansonsten haben wir hier noch einen seltenen Beinschutz. Den können wir mal kurz vergleichen. Ah ne, wir hatten hier den Rang 1 Blizzard dazu. Der ist auf jeden Fall besser. Da verzichte ich auch gerne auf 73 Rüstung. Weil der Blizzard-Rang macht dann definitiv doch etwas mehr Damage. Und ja, ihr seht, was hier alles noch kommt. Also das ist riesig. Hier ist Akt 3. Dann irgendwann Akt 4, Akt 5, 6. Ich glaube, 6 gibt es. Und dann geht es ja erst richtig los mit dem Endgame. Also das ist schon Wahnsinn. Und da geht es ja dann auch richtig los mit dem Dungeon Grinden. Also für euren Loot, den ihr dann braucht. Natürlich könnten wir uns damit jetzt auch schon aufhalten, aber ich habe mir vorgenommen, eigentlich relativ zügig jetzt hier durchzugrinden, was die Story angeht. Die Story soll, ja, je nachdem wie man spielt, ich sag mal zwischen 15 bis 25 Stunden, also ich denke mal eher 20 bis 30 Stunden in Anspruch nehmen, weil man muss ja schon die ein oder andere Sache hier erledigen. Und das sieht einfach klasse aus. Das ist... Man kommt von so einem Spiel, finde ich, dann auch immer schwer los. Ich hätte jetzt eigentlich schon wieder Bock, hier einfach loszulaufen und weiterzumachen. Batman, ich weiß, schade, aber irgendwann muss auch mal Feierabend sein. Meine Augen werden schon klein. Reden kann ich auch schon nicht mehr. Was ist mit dir hier? Immer wieder neue Gegner. Ambiente ändert sich auch andauernd. Ah, das ist herrlich, die Abwechslung ist einfach gegeben. So, was ist hier? Gucken wir uns halt mal an, was hier oben ist. Fliegen die Raben schon weg? Ja, schaut mal hier unten. Der finstere Wald. Oh fuck. Sachte, mein Freund. Ich gehöre nicht zu den Rittern. Hey, schnüffel mich nicht an. Das macht der Markus auch immer. Kannst du mir dabei helfen? Ja, Markus ist doch gut. Ja, fein. Zeig mir den Weg. Komm, zeig mir den Weg. Na komm. Let's go. Hey, das ist wie in DMZ mit ihm, ey. Alles muss man ihm immer zeigen. Nichts kriegt er alleine hin. Wahnsinn. Alter, die Schlange, wie die hinter mir ist! Teleport! Oh. Die ist immer noch hinter mir her. Na gut, dann kriegst du... Oh, was ist... Ich brauche mehr Zeit. Wer sagt er da? Oh, hier blutiger Wald, das was wir gerade von oben noch gesehen haben. Mir fehlt das nötige Mana. Und ab dafür, ihr seht es, jetzt zieht er die nämlich und wieder reingezogen. Wunderbar, Blizzard drauf. So soll es sein. Der letzte Upgrade-Punkt hat sich definitiv gelohnt. Was ist mit dir, Hausaffe?
ganz so gut als Mage. Nein, weg. Fangen. Ich habe kein Mana mehr. Boah. Stirb! Den Abu-Chaka klar, alter Schwede. Jetzt geht er steil hier, der Batman. Jetzt geht er steil. Ich musste mich hier erstmal auf das Gemetzel konzentrieren. Also einfach durchpushen, ihr seht, ist mit Mage nicht unbedingt die beste Alternative. Das könnt ihr vielleicht mit einem Barbar oder Druiden machen, der ein bisschen tanky ist. Aber wir folgen hier dem Wolf und... Ah, guckt euch das an, wie das hier aussieht, Alter. Boah, der ist im Baum gefangen. Nefane? Was? Wer seid ihr? Ihr stinkt nach Donen. Aber er ist nicht hier. Feigling. Er fürchtete, Lilith würde euch aufsuchen. Er hatte recht. Ja. Sie hat mich hier aufgeknüpft. Für mich gibt es keine Rettung mehr. Kegel. Alles, was ihr für mich tun könnt, ist... den Dämon zu finden. Ich werde euch helfen. Geht nach Norden. Sie ist dort und plant ne? Etwas. Okay. Ihr habt noch Zeit, sie aufzuhalten. Fjorban wird euch begleiten. Schnell! Alter, wie er da hängt, der hat kein Unterleib mehr. Und hier schaut mal der Baum. Hier die ganzen Adern, wie die hier pumpen. Oh, scheiße! Lass uns mal schnell gucken. Wir haben etwas abgeschlossen. Und zwar bekommen wir nochmal 3000 Gold und ein Fertigkeitspunkt, weil wir hier in der Welt im Akt 2 bestimmte Sachen gefunden, Ansehen erworben haben. Sehr schön. Ihr seht also, was es hier noch weiter gibt. Weitere Bonis. Trankkapazität wird aufgefrischt. Das ist sehr gut. Da muss ich auch mal dran, weil ich habe erst 4 Tränke, die ich mitnehmen kann. Und ihr seht, die beiden, die noch gesperrt sind, und das geht wahrscheinlich noch einen weiter, ihr müsst nämlich die Weltstufe 3 und dann Weltstufe 4 freischalten, die jeweils natürlich dann den Schwierigkeitsgrad extrem anreichern. Weltstufe 3 und Weltstufe 4 sind erst ab Level 50 möglich, beziehungsweise wenn ihr das Spiel einmal komplett mit dem ersten Charakter durchgespielt habt. So. Wir haben einen Fertigkeitspunkt, den werden wir hier nochmal in unserem Talentbaum benutzen. Was gibt es hier, wenn kosten eure Pyrometigkeiten keine Mal? Das brauche ich zum Beispiel nicht entwickeln, weil Pyroman-Fertigkeiten habe ich so nicht. Ich bin ja eher auf mit meinen Hauptfertigkeiten auf Eis, wie hier diesen Blizzard. Die Hydra kostet jetzt nicht so viel, die bleibt ja auch erhalten. Und dann gehen wir hier noch... Level 5 auf die gefrorene Kugel. Und dann schauen wir mal. Wo ist es? Da geht's rein. In den nächsten, ja, Dungeon. Stufe 25. Ihr seht es. Und genau da werden wir auch einen kleinen Break tatsächlich machen. Den gibt es nächstes Mal zu sehen. Das heißt eigentlich, besser gesagt, morgen. Ich werde morgen auf jeden Fall wieder für euch streamen und weitermachen. Aber für heute... soll es wirklich genug sein? Wir reisen zurück in die City, wo wir safe sind. Werden uns noch einmal kurz auffrischen. Den Crap, den wir aufgesammelt haben, dann verkaufen. Und beim nächsten Mal hier weitermachen. So. Kaufen.
Zack. Müssen wir uns reparieren? Nein, ist alles gut. So. Oh, der Wolf ist uns sogar hier auch hingefolgt. Krass. Das kann ich hier nicht tun. Na gut. Schauen wir nochmal. Ja. Okay. Ja, und damit, liebe Freunde, vielen Dank, dass ihr hier eingeschaltet habt in diesem Stream. Und schaltet auch gerne morgen wieder ein. Hier, da gibt es noch einen leichten Bug. Eigentlich sollten da Schwingen dann immer kommen. Aber der funktioniert noch nicht. Ja. Ihr seht es, da passiert noch nichts. Also das muss noch gepatcht werden. Aber auch nicht schlimm. Ja, ich sage vielen Dank. Schaut gerne auch bei YouTube vorbei. Dort werden dann die Streams definitiv auch hochgeladen, damit sie verewigt werden. Und ich sage vielen Dank, Batman, Flash, Bully, für alle die, die heute noch gefollowt sind. Vielen Dank. Hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Utler.